Servus Leute, Tassullah hier für Royal Fighting Championship Interviews. Neben mir die siegreiche, erfolgreiche Gewinnerin Adina Draganovic vom All-Star Stuttgart. Adina, du hast einen hervorragenden Kampf geliefert. Das war eine sehr enge Kiste, aber schlussendlich hast du dein Game aufdrücken können und dann einen hervorragenden Punktsieg einfahren können. Welche Emotionen gehen dir durch den Kopf und wie fühlst du dich gerade? Ja, ich bin sehr glücklich. Ich wusste, dass ich gewinnen werde, weil ich war mental sehr gut mit meinem Kopf und ich hatte einen starken Team da und einen starken Trainer, der immer für mich da ist. Und deswegen wusste ich, das wird alles gut. Man hat ja auch direkt am Kampf gemerkt, als der Kampf begonnen hat, warst du sehr verbissen und wolltest auch tatsächlich augenscheinlich den Sieg holen. Ist bei dir das mentale Game immer sehr stark? Weil du scheinst auch mental sehr stark zu sein. Trainierst du das oder ist es einfach angeboren, will ich mal sagen? Ich hatte Anfang von meinen Kämpfen, war ich nicht so mental, aber mit den Kämpfen und mit dem Tipp und natürlich mit meinem Kopf ist es immer besser geworden. Und ich bin ja immer mental stark seitdem. Sehr, sehr stark. Ja, Adina, steht noch irgendwas an in naher Zukunft? Wir haben ja jetzt erstmal Anfang des Jahres, des neuen Jahres. Du hast wirklich eine tolle Leistung gebracht und hast sehr viel Potenzial und Talent. Steht schon irgendwas an in naher Zukunft an Kämpfen oder ist das alles noch eher so planlos, spontan? Also mein nächster Kampf ist am 11. März bei Samsam Ulm. Da werde ich meine Gegnerin auch zerstören. Und auf jeden Fall an die Spitze mit meinem Team. Und mit Maschina Kalac, der muss einmal hier reinkommen. Ja, so. Ja. Sehr schön. Adina, dann nochmal großen Glückwunsch zu deinem hervorragenden Sieg. Die letzten Worte gehören dir natürlich. Du darfst nochmal die Leute grüßen, dich bedanken, was auch immer dir auf dem Herzen liegt. Die letzten Worte gehören dir. Ich wollte mich als erstes bei meinem Trainer bedanken, Serda Karaca, der mich immer unterstützt und immer für mich da ist und für unser Team immer kämpft. Und an mein Team Stuttgart Orzas und natürlich an meine Freunde, an meine Sparringspartner Alina und Roberta. Und ja, ich freue mich auf die Zukunft. In diesem Sinne, genieß noch deinen Sieg. Wirklich Gratulation, alles Gute für dich. Danke. Hau rein.